Mit der technischen Prüfung findet die große Backfreiheit ein jähes Ende. Bei der technischen Prüfung müsst ihr ein Rezept, so wie es da steht, wortgetreu nachbacken. Heute geht es natürlich um ein italienisches Gebäck. Deckt die Zutaten bitte jetzt auf. Mandeln, Mehl und gemahlene Mandeln. Was ist das hier? Bittermandelaroma. Mandelgebäck. Was für eine Überraschung. Na da. Ja. Cartuccini. Das muss Cartuccini sein, ja. Ne? Ja, ich glaube, ihr habt eine gewisse Ahnung. Die Mandeln sind aber auch ein guter Hinweis. Dreht das Rezept bitte jetzt um. Cantuccini. Ja, wie vermutet, Cantuccinis. Und es ist ein Rezept von Christian. Das sind so kleine Mandelgebäckstückchen. So, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, wie so eine halbe Salami eigentlich. Habt ihr das schon mal gemacht? Mm-mm. 20 Stück. 20 perfekte, ausgebackene, gleichmäßige. 20 Mal das Gleiche, das ist nicht so einfach, wie es anhört. Naja. Die Jury wünscht sich von euch Cantuccini. Das Rezept ist von Christian und er wird euch jetzt sagen, was ihr beachten müsst. Cantuccini werden genau wie Zwieback zweimal gebacken. Dieses Gebäck hat eine ganz spezielle Konsistenz. Achtet vor allen Dingen auf den zweiten Backvorgang, dass sie euch nicht verbrennen. Wir wollen sie nachher kross und knusprig haben und nicht steinhart und furztrocken. Wir erwarten einen zarten Bittermandelgeschmack. Also braucht ihr auch beim Abschmecken von dem Aroma ein feines Händchen. Die Cantuccini sollen am Ende genau 6 cm groß sein. Wir wollen am Ende von jedem von euch 20 perfekte, gleichmäßige Cantuccini haben. Und ihr habt für diese Aufgabe 75 Minuten Zeit. Wie immer wird danach blind verkostet. Deshalb bitte ich euch aus dem Zelt. Ciao, ich drücke euch die Daumen. Danke. Und hier geht's jetzt auf mein Kommando los. Auf die Plätzchen. Fertig. Backt. Wieder heißt das oberste Gebot Hygiene. Ohne Handschuhe passiert hier gar nichts. Das Gebäck beginnt unspektakulär. Mehl, Backpulver, Zucker und gemahlene Mandeln werden in einer Schüssel vermischt. Die zur Verfügung stehenden Mengen erlauben allerdings keinen Fehlversuch. 20 exakt gleich große Cantuccini müssen am Ende herauskommen. Ich habe gerade die blanchierten und gemahlenen Mandeln in der Hand. Da müssen jetzt exakt 50 Gramm von in meinen Cantuccini-Teig. Wenn die Menge passt, abhaken. Und so soll die Knabberei aussehen. Cantuccini sind ein klassisches Mandelgebäck aus der Provinz Prato bei Florenz. Sie werden zweimal gebacken und sind sehr schön knusprig. Ich habe mir das überlegt, weil es für mich persönlich ein absoluter Klassiker der italienischen Backkunst ist. Die Aufgabe ist grundsätzlich von der Teigherstellung einfach. Allerdings ist es eine Speed-Challenge. Das heißt, die Zeit ist so getimed, dass tatsächlich die Dinge aus dem Ofen rauskommen und dann fertig sind. Ich habe jetzt die trockenen Zutaten vermischt. Jetzt mache ich 2 Eier dazu und 2 Eigelbe. Da jeder nur 4 Eier bekommen hat, darf beim Eiertrennen nichts schiefgehen. Das sollte den 5 besten Hobbybäckern 2020 doch nicht schwerfallen, oder? Die Eier dienen hier heute als Bindemittel, ne? Da ja die Butter hier fehlt. Und ja, ich hoffe, das bindet auch gut, dass der Teig halt so wird, wie es halt sein muss. Aber ich habe keine Ahnung, wie der Teig aussehen muss. Ich mache das hier zum ersten Mal und lass mich überraschen, ob das was wird oder nicht. Steve ist da offen für alles. Ob Laura heute die richtige Backfarbe erwischt? In der Vergangenheit lag sie da öfter mal knapp daneben. So eine Speed-Challenge müsste Sarah eigentlich liegen. Das lasse ich jetzt kneten. Und zum Schluss gebe ich nur noch die ganzen Mandeln hinzu. Und das Bittermandelaroma muss ich noch gut abschminken zuletzt. 120 Gramm Mandeln. Wem das zu schnell ging, hier noch mal zum Mitschreiben. Alle Trockenzutaten werden zunächst mit dem Ei zu einem glatten Teig verarbeitet.
Dann müssen unsere Kandidaten das mit dem Bittermandelaroma selber abschmecken. Wir haben nämlich da keine Grammzahl vorgegeben. Und zum Schluss kommen noch die ganzen Mandeln dazu, die gleichmäßig verteilt sein sollen. Im Anschnitt will ich auf jeden Fall die Mandel sehen. Das gehört für mich einfach zu einem Cantuccini dazu. Eher selten dazu gehört bei der technischen Prüfung die Freiheit beim Aromatisieren. Aroma ist immer sehr intensiv. Und darum darf er dann nie das ganze Fleischl reintun. Wer keine Erfahrungswerte hat, muss probieren. Mal gucken, ob es zu viel war, dann kann ich gleich aufhören. Nee, ich find's super. Das Bittermandelaroma, das kommt hinzu und im Rezept steht halt nicht wie viel, das muss man abschmecken. Deswegen mache ich das schön tröpfchenweise und kostet mal ein bisschen von dem Teig. Und wie schmeckt's? Ich lasse das so. Mit Geschmack kennt der Steve sich laut Aussage der Jury ja aus. Jetzt wandern 120 Gramm ganze Mandeln in den abgeschmeckten Teig. Mein Teig ist jetzt sehr klebrig. Es zieht mir fast die Handschuhe aus. Gar nicht so einfach, einen Quader zu formen. So, der Teig ist jetzt fertig und er soll halt in Frischhaltefolie gewickelt werden und geht dann für 15 Minuten in den Kühlschrank. Genau. Eine Viertelstunde muss der Teig dort ruhen. In der Zeit kann man eigentlich nur den Ofen auf 185 Grad vorheizen. Ansonsten herrscht Beschäftigungsverbot. Ich würde gerne jetzt schon weiterarbeiten, aber ich muss jetzt warten. Und das bei einer Speed-Challenge. Wie viel hast du reingetan? Ein Tacken mehr. Ich weiß nicht, ob es nicht zu viel ist, aber ich hoffe, es verbackt sich noch ein bisschen. Aber ich habe auch 3 Tropfen auf die Arbeitsfläche gehauen. Ich habe genau die Hälfte. Du hast 3/4, ne? Aber bei mir gingen auch 4 Tropfen auf die Arbeitsfläche. Ah, okay. Später sollen 3 Teigrollen mit 5 cm Abstand aufs Backpapier. Das kann man auch schon mal abmessen, wenn man ja sonst nichts zu tun hat. Gleich muss ich den Teig in 3 gleich große Stücke teilen und dann werden Rollen ausgerollt. Die müssen einen Durchmesser von 3 cm haben. Im Rezept steht halt, dass man schräg schneiden soll. Was ist nun schräg? 45 Grad, 50 Grad. Wie schneidest du deine Rollen dann? Also ich habe jetzt überlegt, wenn das gleich mein Teig ist, dass ich es auf jeden Fall so. Also ich würde gucken, wie ich auf 6 cm Länge komme und dann halt 1 cm Breite. Da steht ja nichts drin. Es steht halt was schräg und dann. Ja, aber Betty hat gesagt 6 cm Länge und 1 cm Breite. Und so musst du halt variieren. Geometrie. Auch das noch. Beim Ausrollen des Teiges muss man definitiv darauf aufpassen, dass er den Durchmesser 3 cm hat. Ganz wichtig, weil wir wollen ja auf 6 cm Breite am Ende kommen. Dann kommen Sie aufs Backblech mit 5 cm Abstand und müssen wir 25 Minuten backen. Komm schon, Uhr. Mach Klingeling. Ich habe jetzt meinen Teig aus dem Kühlschrank rausgeholt und jetzt roll ich, also den teile ich jetzt erstmal durch 3. Auf den ersten Blick hat sich der Teig kaum verändert. Der Teig ist sehr klebrig. So, wie viel sind 20 durch 3? 6,6666 und so weiter. Man darf aber runden. Jetzt machen wir 3 Wischt mit 3 cm Durchmesser. Lieber noch mal nachmessen. Wenn die 20 Cantuccini zwar gleich, aber zu groß sind, ist auch niemandem geholfen. Dann checke ich mal kurz den Durchmesser. Ja. Wir haben von Christian die Maße bekommen, dass wir die Röllchen auf 3 cm Durchmesser rollen sollen. Meine sind irgendwie ein bisschen dicker. Deine sind dicker? Mhm. Aber wenn du hier ranlegst, 3 cm. Ich habe vorne geguckt. Ich hab du hast vorne geguckt? Mhm. Ich habe jetzt hier meinen Teig in 3 Rollen, jeweils 3 cm vom Durchmesser und 5 cm Abstand. Und der kommt jetzt in den Backofen für 25 Minuten.
dann heißt es wieder nichts tun. Das nennt man wohl Dolce Vita. Liebe Kandidaten, wo ist Eni denn? Mich gelüstet nach einem Espresso. Da. Dazu hätte ich gerne Cantuccini. Ihr habt noch 45 Minuten. Was? Boah, 45 Minuten. 45 Minuten. Boah. Das müsste auf die Sekunde hinhauen. Wenn die 25 Minuten um sind, müssen die raus, müssen kurz 3 Minuten ruhen und dann wird geschnitten, also schräg anschneiden. Und dann wird nochmal gebacken. Das ist dann das, was Christian meinte, dass es halt wie Zwieback zweimal gebacken wird. Ich bleib hier sitzen. Hallo Steve. Hallo Eni. Wie sieht's aus? Naja, die Cantuccini sind im Ofen, backen gerade die erste Runde. Und jetzt ist das große Warten angesagt. Und weißt du was? Das Warten kann man sich ja verkürzen, indem man so ein bisschen Entertaining macht. Und ich hörte ja, dass du auch gerne Schlager singst. Ich sing alles, also. Du singst alles. Kannst du den Text von Zwei kleine Italiener? Ja, so ein bisschen. Wollen wir es zusammen singen? Wir können es gerne singen. Wir brauchen auch noch eine Choreografie. Zwei kleine Italiener, die fuhren nach Napoli zu Tina und Marina. Am Bahnhof, da fand man sie, zwei kleine Italiener, die schauen hintendrein. Eine Reise. Hübsch und fein, denn zwei kleine Italiener, die wollen nur so glücklich sein oder irgendwie. Ja, genau. Hey, wer den Text kann, meldet sich. Wir singen gerne alle zusammen. Ach, herrlich. Möchten gern zu Hause sein. Sarah zweifelt. Boah, ich glaube, die sind zu breit bei mir. Statt ihrer Rechnung gehen die Röllchen auf. Boah, die sind richtig aufgegangen. Haben wir was falsch gemacht? Egal, positiv denken. Ja. Wir backen halt Baguette. Was für Monsterdinger das geworden sind. Ja, vielleicht sind es gleich auch. Wir dürfen dann einfach nicht so sehr winklig schneiden. Nee. Beeinflussen kann man zu diesem Zeitpunkt den Backprozess eh kaum noch. Man weiß halt nicht, wie lang die aufgehen, ne? Ja, aber die werden ja bloß breit. Und ich denke mal, durch Schneiden kriegst du ja dann die Form. Ja, aber sie sollen ja 6 cm breit sein. Ja, aber du kriegst halt durch das Schneiden, machst du ja die Länge. Wisst ihr wie? Durch Schneiden werden sie 1 cm breit. Ja, wenn jetzt das die Rolle ist, ja, ne? Dann legst du doch hin und machst hier zack, 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 zack. Aber du kannst doch auch, wenn ich doch jetzt so schneide, ja. So ist es ja dann so breit. Wenn ich doch so schneide. Ja, wir sollen ja schräg schneiden. Naja, ist ja schräg. Ach so, ich dachte so schräg. Weißt du wie? Ich dachte, wir sollen so schräg schneiden. Nee, ich würde so schneiden. Und dann hast du doch die 6 cm. Ach so, sollen wir schräg schneiden? Du, Barbara. Da steht doch schräg, ne? Na, schräg ist so schräg. So schräg. So schräg. 1 cm so schräg. Ich bin mir sicher, dass man so schräg schneidet. Gerade runter. Weil so kannst du nie parallel ja, zusammen bringen. Ja, also so schräg. So schräg. Das ist schräg. Ja. Und dann 6 cm lang. Ja, dann muss die Schnittfläche, du schneidest einmal runter und dann misst die Schnittfläche aus. Also müssen wir gucken, dass wenn wir schräg machen, dass das 6 cm sind. Ach du Scheiße. Das ist nicht so schwer. Das ist zu viel für mich. Mach dir nicht so einen Kopf, du hast voll das gute Fingerspitzengefühl. Und Aha. Du hast eh nicht die Zeit, dass du das nachher jetzt ausmisst. Du musst da nicht schneiden. Naja. Besser ist es. Diese deine sind gut, da kannst du so richtig schöne Schräge reintun. Ich dachte jetzt gerade, ich bin ganz bekloppt. Nee. Aber meine waren auch vom Durchmesser her 3 cm, aber ich habe die nicht so lang bekommen. Wir haben vorne geguckt, den Durchmesser, deswegen sind unsere so dick. Und Steve hat oben drauf gehalten, Durchmesser. Das ist ja das Gleiche eigentlich, wenn du rund machst, schon, in einem Kreis. Ach, ist jetzt auch egal. Ja, ist jetzt passiert. Jetzt können wir eh nicht ändern. Leute, es sind nur Cantuccini. Bis jetzt sieht es eigentlich ganz putzig aus, aber ich bin ja nicht relativ zufrieden, weil meine nicht so hoch gehen. Nach den 25 Minuten muss es schnell gehen. 3 Minuten auskühlen lassen, blitzschnell schneiden und dann hoffen, dass man noch 15 Minuten für das zweite Backen hat. Ich habe jetzt die Cantuccini rausgenommen und muss die jetzt in Scheiben schneiden. In 1 cm und 6 cm lang. Von der Optik her wünscht sich die Jury sowas. Nach dem Backen muss man sich ein bisschen beeilen und hat nur so 3 bis 4 Minuten, um diese Stränge in gleichmäßig dicke, ungefähr 1 cm dicke Scheiben zu schneiden. Dabei soll das ganze Muster leicht angeschrägt sein.
diesen Zentimeter, den wir vorgegeben haben als Breite beim Schneiden der Cantuccini, der ist unglaublich wichtig, weil wenn man ihn zu breit schneidet, sind sie noch lätschig in der Mitte. Wenn man ihn aber zu dünn schneidet, dann werden sie tatsächlich viel zu trocken. Reicht die Zeit fürs Messen? Oder ist doch Augenmaß angesagt? Wir sollen die ganz leicht schräg anschneiden und von der Breite her 1 cm. Und die Länge soll quasi 6 cm lang sein. Hass, Hass, Hass. Liebe Kandidaten, so 2 Wochen vorm Finale sind das eigentlich keine Cantuccinis, sondern Mustuccini. Ich hoffe, die werden richtig gut. Ihr habt noch 15 Minuten. 15? Puh. Das wird echt eng mit dem Schneiden. Das ist genau die zweite Backzeit. Ich muss mich jetzt beeilen, denn in Christians Rezept steht, dass man sie wirklich nur 3 bis 4 Minuten draußen haben soll. Und ich würde versuchen, das gerne zu befolgen. Na dann, mach mal hinne. Es gibt sogar ein italienisches Lied mit dir, ne? Mit mir? Ja. Singst du mir das? Lorenzo. Amor, amor, amor. Wieder mal. So ist das. Wenn ihr der Moderatorin nichts zu naschen anbietet, nutzt sie ihren Mund eben zum Singen. Jetzt aber mal rein in die Öfen mit den Blechen. Sonst werden die Cantuccini nie im Leben durch. Die Scheiben werden nun mit der flachen Seite aufs Backblech wieder gelegt und müssen noch mal für ca. 15 Minuten backen. Der zweite Backvorgang ist ja letztendlich so das Finishing. Und da muss man definitiv ein Auge auf den Ofen haben und auch immer mal wieder reinschauen, damit sie die richtige Backfarbe haben. Und sie dürfen natürlich nicht furztrocken werden. Ein Cantuccini ist für mich dann perfekt, wenn ich zwar schon ein bisschen kräftiger zubeißen muss, aber mir dabei kein Zahn abbreche. Da besteht wohl keine Gefahr. Der Zahn der Zeit kann an den Gebäcken jetzt nicht mehr allzu lange nagen. Also wenn ihr mal Langeweile habt, ruft einfach Steve an, der trillert euch ein Liedchen. In diesem Cantuccini steckt viel Cantare. Wie schauen die aus bei dir? Eigentlich wie bei mir, ha? Ich glaube, unsere sehen ziemlich gleich aus, oder? Also würde ich jetzt mal sagen. Ich glaube, bei dir ist es nur besser, dass deine Nussen regelmäßiger verteilt sind. Jetzt ist nichts angesagt, außer auf den Backofen starren. Was du sie jetzt tun? Lass ich jetzt gerade um, einfach weil mir viel kommt, dass sie oben so schön einen braunen Rand haben. Drehst du die um, Barbara? Und dann lasse ich sie noch 2-3 Minuten drinnen. Ich drehe die nicht um. Alles kann, nichts muss. Ich drehe die jetzt einfach. Aber nicht, dass sie auskühlen. Liebe Hobbybäcker, ich mache es kurz, ihr habt noch 2 Minuten. Okay. Das wird knapp, das wird knapp. Das ist richtig. Also ich finde es ja eigentlich ganz schick. Ich finde es halt schön, dass sie noch nicht so zwiebackmäßig sind. Und sie waren jetzt 12 Minuten drin. Und es muss ja auch noch angerichtet werden. Für mich ist das jetzt goldbraun. Die Definition der Farbe goldbraun ist individuell recht unterschiedlich, wie man in dieser Sendung schon oft bemerken konnte. Das ist auch 6 cm. Die sind zu klein. Das ist auch 6. Ich habe jetzt keine Zeit, die noch alle abzumessen. Ich suche mir jetzt die schönsten raus. Liebe Hobbybäcker, ich hoffe, ihr habt alles schon aus dem Ofen geholt, denn jetzt brechen die letzten Sekunden an. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3.
vom Gebäck. Die technische Prüfung war wieder super. Ich bin sehr gespannt, was Betty und Christian sagen. Und es wird ihnen sicher schwerfallen, das zu beurteilen. Geschafft. Bella Conducini ist hier die Frage, ob klein und fein gefordert ist oder eher groß und, naja, voluminös. Fürs erste Mal sage ich immer, hätte schlechter gehen können. Ich bin zufrieden. Na, zufrieden? Mach noch so. Oder? Ja. Es ist nicht jeder Cantuccini genau 6 cm auf den Millimeter, aber die ganz vorne und ganz hinten sind. Die Aufgabe fand ich richtig cool, das hat Spaß gemacht, kann ich wieder machen. Also bitte nochmal so eine technische Prüfung. Dafür, dass ich zwischenzeitlich das Gefühl hatte, dass ich ein Baguette backe, bin ich jetzt am Ende sehr zufrieden. Ich konnte den Winkel so anlegen, dass meine Cantuccinis exakt 6 cm breit werden. Und ja, ich freue mich auf die Verkostung.